Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Wir haben hier das Match Nummer 2 aus dem Best of 3 zwischen ATN Soccer und Killer, ein PVZ. Und es ist, wie gesagt, Match Nummer 2 aus dem Best of 3 der Craft Cup Number 5 Semifinals. Also Halbfinale hier zwischen Killer und ATN Soccer. Soccer liegt 1-0 vorne und wir spielen hier auf der Karte Scrap Station. Eine One-on-One-Map, die sie auszeichnet durch einen langen Weg hier über den Ground und hier wieder hoch, um zur gegnerischen Basis zu gelangen. Allerdings könnte man einfach hier diese Steine und diese Steine vernichten, um dann hier eine Abkürzung zu erhalten. Zerg-Spieler haben es sehr, sehr gerne, weil sie hier vorne eben sehr schnell ihren Overlord rüberschicken können, nicht auf den Bodenweg angewiesen sind, aber zeitgleich schickt Zocke natürlich sehr, sehr früh seine Probe los, um rauszufinden, was der Zerg-Spieler hier plant. Das erste Match hat mir sehr gut gefallen, also Killer hat sehr gut auf die Proxy-Pylon plus die Photon Cannons reagiert, hat dann sehr schnell dann umgeschwenkt auf eine Gold-Expansion und war auf einem sehr guten Weg, hier Socke zu besiegen. Allerdings hat dieser durch perfektes Micro und Macro, er hat ja sehr schnell seine Warp Gates aufgebaut gehabt, bewiesen, dass er es doch wert ist, hier im Halbfinale zu stehen. Erneut eine frühe Forge hier vorne gestellt. Meistens machen die Spieler das dann so, dass sie natürlich durch Angriff von hier und hier geschützt sind, kommt Photon Cannons und Warp Gates hin, und können dann in Ruhe hier ihre Expansion aufschlagen, die relativ weit von der Mainbase entfernt ist. Brotschleimpool jetzt hier auch auf dem Weg und wir sehen einen erneuten Proxy-Pylon an der Natural Expansion gegen den Zerg. Ich bin gespannt, ob dieser es merken wird oder nicht. Er sollte natürlich, wenn möglich, die Forge ist bereits fertig, das heißt die Probe kann jetzt hier, und das tut sie auch, eine Photon Cannon bauen. Ich weiß nicht, ob noch eine zweite kommen wird. Problematisch an der Karte ist halt diese Ecken hier hinten. Dort ist es natürlich sehr, sehr leicht für den Gegner einen Proxy-Pylon oder ähnliches zu legen. Sehr, sehr ungern genutzt. Und wir sehen hier, oh, genial. Killer dachte sich scheinbar, er hat hier wieder erneut einen Proxy-Pylon mit Photon Cannon gelegt und entschied sich, kacke dreist, ach Mensch, ich gehe einfach auf Gold, wenn ich meine Natural nicht kriegen kann. Bin gespannt, Socke. Weiß das nicht natürlich. Er muss versuchen jetzt hier frühen Druck aufzubauen, bevor er natürlich jetzt Hintertreffen gerät gegen diesen Economic-Vorteil von dem Zerg. Hier Extractor und Roachborn. Also erneut geht es hier jetzt auf die Schaben. Währenddessen hier vorne der Wall-Off eigentlich fast perfekt geworden ist. Eine Frozen Cannon und das Gateway noch. Ich denke, Cybernetics Core werden wir als nächstes sehen. Doch jetzt kam der Scout. Er hat es rausgefunden. Er weiß von der Expansion und er weiß natürlich auch, verdammt, ich muss ja was tun. Jetzt wird natürlich auch hier Killer rausfinden. Oh, gut, dass ich aufs Gold gegangen bin, denn dort ist wieder eine Photon Cannon. Nein, der Overlord geht nicht weiter. Okay. Währenddessen hier gute Scouting Action. Der Overlord bleibt über dem Platz der Natural Expansion, um rauszufinden, ob hier möglicherweise Einheiten spawnen. Hustenanfall meinerseits, sehr schön. Jetzt hier Bodenwaffen Level 1 gechrono-boostet, was ich sehr, sehr seltsam finde. Auch hier Warpgear gechrono-boostet und wir haben ein Zealot bisher auf dem Feld. Und das ist eigentlich relativ wenig für ein Upgrade auf Ground Rapids Level 1. Aber okay. Seine Sache, muss er wissen. Income jetzt hier auf Seiten noch des Protoss-Spielers, hat auch wesentlich mehr Harvester. Allerdings bisher keine Expansion. Ich könnte mir gut vorstellen, dass demnächst eine kommen könnte. Und zwei weitere, drei Warp-Gates auf die Weg. Den hier oben, versucht jetzt hier direkt das Gateway zu bauen, um auch die View hier zu erhalten. Und jetzt kommt der Push hier von den Roaches und Zerglings auf die Photon Cannon. Und er vernichtet natürlich auch den Pylon. Queen auf dem Weg für die Gold Expansion. Und man sieht, wir können es sehen auf der Minimap, Zerg hat absolute Map Control gerade. Durch die Overlords und die Zerglinge, die überall hier gerade über die Karte laufen, hat er natürlich Map Control und kann ganz in Ruhe jetzt hier seine Economic aufbauen, ganz in Ruhe hier seine Base aufbauen. Jetzt wird hier ein Pylon kommen, um hier unten Einheiten zu droppen.
Graben sie natürlich dann noch schneller an der gegnerischen Basis, also einfach nur hier runter einmal laufen. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr gut für den Protoss-Spieler. Seine Warp-Gate-Technologie ist fertig. Jetzt moven alle Gateways in Warp-Gates. Morphen in. Wir haben relativ viele Roaches, muss ich sagen. Also erneut hier schafft es Killer, eine stattliche Armee aufzubauen. Und vor allen Dingen schafft er es hier, auch trotz dieser Proxy-Cannon, wie ich sie gerne jetzt mal nennen mag, in Ruhe hier seine Basis aufzubauen, ist jetzt schon ein gutes Stück vorher voran an die bezüglich des Incomes. Jetzt erst kommt die Expansion von ATN Socke und ich bezweifle doch ganz stark, oh, dass dieser hier machen kann, aber er hat es geschafft, hat viele Stalker reingemorpht. Wir haben jetzt hier 9 Roaches gegen 7 Stalker und 25 Zerglings, also das ist ganz schwierig. Und natürlich push hier auf die Gold Expansion, zieht alle Einheiten zurück, er muss gucken. Oh, oh, oh. Viele, viele Zerglings hier und die haben Metabolinische drinne. Force Field nicht gerade gut getimed. Das zweite war schon wesentlich besser, aber jetzt natürlich die Zerg-Einheiten erheblich Druck ausgesetzt. Die Zerglinge einfach gerade zu stark und zu viel. Units Lost zeigt gerade. Protoss hat enorm verloren, 1800 zu 8 in die 900 gerade mal, und das ist natürlich richtig finster. Jetzt könnte der Zerg-Spieler vorrücken, hat noch einige Einheiten in der Hinterhand, weitere 14 bzw. 16 Zerglinge morphen rein, und jetzt werden hier die Destructive Rocks vernichtet, um direkt einen Shortcut zu der Natural Expansion zu erhalten. Die wird gerade fertig, er weiß nicht, ob er wird vermuten, dass sie angegriffen wird. Evolution Chamber hier für den Zerg, das heißt Upgrades wahrscheinlich sehr, sehr bald. Eine kleine Armee ist hier und guck mir dann, oh man, wenn ich hier an ihrer Stelle würde sagen, ach du Scheiße, guck dir das mal an, was da alles auf uns zukommt. Oh, jetzt der Push und Force Field, splitten sie die Armee, perfekt, der Split, gut gerafft. Die Roaches können nicht angreifen aufgrund ihrer kurzen Range. Jetzt die Zerglinge natürlich gezwungen hier zu bleiben, greifen den Proxy Pilot an, das einzige was sie machen können. Und erneut Force Field Action, kommt die Force Fields? Ja, neues Force Field hier, dieser Seller wird fallen, aber er kann alle Zerglinge rausnehmen. Sehr, sehr schön hier gespielt von ATN Socke. Force Field Abuse for the win, könnte man im Grunde sagen. Und hat es geschafft, also jetzt hat er es auf jeden Fall geschafft. Guckt euch das an, 2200 nur zu 1950. Er hat geschafft, diese Lücke, die vorher war, gut zu schließen. Weitere Action jetzt hier, wir sollten vielleicht hier den Proxy Pilot neu hochziehen, Extractor auf dem Weg für den Zerg, das heißt, er wird versuchen, eventuell jetzt hier mehr aufs Gras zu gehen, vielleicht sehen wir sogar einen Spire mit Mutalisten, wäre eine gute Möglichkeit hier. Bodenpanzerung Level 1, genau, und vergesst nicht, wir haben jetzt hier Bodenwaffen bereits Level 1 hier für die Stalker, das heißt, die sind nicht unbedingt mehr so schwach und die Roaches haben bisher keine Upgrades. Oh, wow, wow, jetzt wird's schwierig. Die Zerglinge rennen rein. Force Field Action. Oh, die Roaches gut weggehalten. Allerdings eins zu wenig. Hätte vielleicht noch ein oder zwei hingemusst. Aber jetzt hier sehr gutes Micro von Seiten von ATN Socke. Killer rennt rein. Kriegt nur die Zealots zu fassen. Neue Einheiten morphen rein. Jetzt haben wir Geschosse erst Level 1 und Glia Neubildung, was den Movement Speed erhöht. Aber ich bin echt gespannt, ob er das schafft. Also jetzt ist der Zerg im Nachteil. Das ist der Punkt. Vom Income her ist er zwar ein Vorteil, aber er ist von der Einheitenzahl her ganz klar im Nachteil. Sollte vielleicht noch Blinkstalk oder sowas kommen, wäre er auf jeden Fall hoffnungslos unterlegen. Weiteres Gateway plus Robotic Facility auf dem Weg. Das heißt, wir werden bald hier auch die Immortals und oder Observer sehen können. Glia-Neubildung zu 50% fertig. Die Geschosse Level 1 zu 30% würde ich jetzt mal grob schätzen. Dieses hier auch, Hatchery erneut auf dem Weg, geht auf Natural, versucht weiteren Economic Vorteil zu erhalten, viele, viele Zergling hier. Und wie vermutet, er zieht erneut hier den Proxy Pilot hoch, weil der so essentiell ist, um seine Einheiten zu verstärken. Bin wirklich, wirklich sehr gespannt, wie jetzt der Zerg-Spieler reagiert. Versucht der neuen Tech-Tree, geht der ganz hart weiterhin auf Roaches und auf Zerglinge. Ja, perfekte Force-Action, splittet die Armee, alle Zerglinge gehen down. Viel, viel Action, ich muss sagen, gefällt mir sehr, sehr gut, wie Socken hier reagiert. Crossfit Action auf jeden Fall. Sehr, sehr schönes Spiel hier. Unglaublich gut gemacht. Beweist hier ganz klare Micro-Talente. Schafft es, Einheiten zu splitten. Schafft es, die Gruppe zu verkleinern. Erste Mortal auf dem Weg jetzt hier. Und ich würde sagen, Vorteil ist bei Socke auch durch das gute Micro.